Aber so ist es. Welche war Ihre schönste Zeit, wenn Sie zurückdenken? Welche Jahre? Hä? Wo wir bald aus der Schule gekommen sind und ich hatte noch Verwandte, die auch so Mädchen waren wie ich, gell? Dann, wenn wir einmal spazieren gelaufen sind, hat er mir selbe Sprüche gemacht. Sie gehen fort, gehen dienen so und so viele Jahre und sie heiraten, das erzählen sie auch mit, wir können einen Mann heiraten. Schauen, dass ich einen braven überkomme und dann will ich es ganz schön haben. Ein schönes Haus haben, schöne Kleider haben. Dann habe ich gesagt, ja, du wünschst dir das? Dann habe ich gesagt, ja, mein Vater sagt halt, ich muss zuerst schauen, wo das Brot herkommt. Und dann muss ich halt erst schauen, was alles kommt. Und er hat halt dann mit mir, mir Mädchen Zusprüche gemacht. Eine Illusion gehabt? Ja, ja. Oder, wenn mein Vater am Silvester zu oben, in uns, wir sind nur 3, 4, 5. Und ich habe eine Schwester, die ist ledig, die hat in der Schweiz viele Jahre den Haushalt gemacht bei ihm her. Und die hat auch nicht verdient. Sie hat aber auch sterben an Krebs, die ist ledig geblieben. Sie hat auch ausgezahlt in die Krankenkasse und hat in der Schweiz gezahlt. Sie hat können ein schönes Heim haben, wenn sie Rente geht. Und unter der Zeit ist sie auch krank geworden. Dann habe ich mir der Mama gesagt. Jetzt, der hat jetzt Geld und hat alles und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, und dann auch, das ist noch gewesen, und dann auch, wenn es aufs neue Jahr gegangen ist, bei uns daheim, sind die Männer in der Wirtschaft, es war nur eine Bauernwirtschaft gewesen, wo die paar Höfe sind. Da haben sie, hat der Vater Zego gespielt, dann hat er so einen grossen Kopflumpen mitgenommen. Und dann haben wir gewusst, wenn der Vater Zego spielt, haben wir am Sonntag wegen. Haben wir uns schon gefreut als Kinder. Denken Sie mal. Wir haben ja verwegen, haben wir uns gefreut. Das haben jetzt gerade wollen erzählen, ich wäre wieder darüber weggekommen. Und meine Schwester hat eben dient, wie man weg. Und die hat auch mit den Wegen müssen gehen vertragen. Dann hat sie auch mich einmal gesagt, gell, vielleicht gewinnt der Vater, also wenn beim Zego spielen. Und er war ein guter Zegospieler. Und am Morgen hat halt jeder so einen Weg gekriegt. Wir haben damit gemeint, wir seien im Himmel. Dass wir einen Weg, einen Neujahrweg haben. Dann sind wir Kinder, sind gegangen, zu den Nachbarn, die haben ein paar Höfe, wo Freunde waren oder Verwandte waren, das Neujahr wünschen. Wenn wir 50 Pfennig gekriegt haben, haben wir gemeint, wir seien im Himmel. Oder sonst ein paar Guzeli. Guzeli hat es nicht viel. Schokolade hat man gar nicht gekannt. Hat man nicht gekannt. Und wir haben uns gefreut. Wir haben eine Freude. Das weiß ich noch. Ich war aus der Schule, sage ich, habe das ja schon mal gesagt, wo mich mein Vater verdungen hat. Er hatte 18 Mark. Und das Geld hat er eingezogen. Und wenn er gekommen ist, hat er gefragt. Ist sie fleissig? Schafft sie? Ist sie brav? Ja, mehr als fleissig. Jetzt haben wir aber einmal eine Tüchtige. Die hat geweint. Ich habe auch schön Geschenk gekriegt von ihr. Zwei so kupferne Kugelhupfmöbel, die ich gehört habe. Die hat von Britzen gestammt. Die Schwanen wieder, die alte. Ja, ja. Ja, und nachher bin ich dann auch wieder bei Fabrikantenleuten gesehen. Die haben sonst in Basel gewohnt. Tschüss. Und Zatzbach und in Rom hat eine halbe Stunde von uns ist ja durch die Fabrik dann auch gegründet worden. Die steht ja jetzt noch. Und meine Mutter im Winter, die hat mir einmal geduld. Wir sind unsere 7 Geschwister gewesen. 4 Buben und 3 Mädchen. Und meine Mutter im Winter ist ein Webstuhl aufgemacht worden. Das ist ja Hülsen in der Stube. Nicht? Webst oder in der Kantine. Und dann hat es so Schiffli gegeben. Und dann ist der Webstall aufgemacht worden. Und dann hat sie so Garn gekriegt. Und dann ist das Ding aufgedrillt worden. Und dann hat sie müssen treten. Dann hat sie müssen mit dem Schiffli, wo das Garn drumherum gewiffelt war, treten! Dann ist es durchgegangen. Ist es? Dann ist es wieder so hingegangen.
Noch ist die Farbe gekommen, noch ist die Farbe gekommen. Und so hat sie geworben und wenn es fertig war, dann hat sie das Ding dann noch müssen mit einer Schere, wenn es noch ein bisschen war, ist so abschneiden. Und das Tuch hat sie dann noch abgeliefert und sie haben aber nie viel gekriegt. Das haben sie im Winter gemacht. Und im Sommer, wenn auf dem Feld die Sache gesetzt war und das Ding, haben Frauen, Mütter, Stein klopfen. Wacken, so kleine Steinchen. Da ist die Strasse geblickt worden mit diesen Steinen. Und die sind, da ist ein Haufen Stein hingeführt worden. Mit dem Rindfee, nicht? Das Fee hat Jochachsen gehabt, nennt man es Führer. Und dann sind sie abgeladen worden und dann sind die Mütter gekommen und haben ein wenig Strau in einen alten Sack geschoppt und ein Hockerli gemacht. Und da haben sie Stein geklopft. Und für den Meter hat es so und so viel gegeben, ist es ab. Und vom Strassenbauamt ist es abgemessen worden. Und so viel, da ist auch meine Mutter ganz glücklich gewesen. Früher, sie sind übertrieben gewesen, früher die Leute. Früher, wenn eins geheiratet hat und hat einen evangelischen Mann geheiratet, haben sie gemeint, wir gehen in die Hölle. Oder haben den Pfarrer gefragt, hat er eine Religion? Nicht? Die Evangelischen sind heute, die älteren Leute, sind gewissenhafter als eine Menge Katholischer, das haben sie schon immer gesagt. Und man soll niemals, warum? Sie halten ja jetzt zusammen. Unser Pfarrer, der ist gar nicht gegen die Evangelischen. Gar nicht. Also, aber früher ist es doch so gewesen. Wenn ich hätte nur zu meinem Vater gekommen und hätte können sagen, ich heirate einen, aber der ist evangelisch. Du Rotznase! Kommst keine andere mehr über. Sag mir das jetzt gerade, wenn er es gedacht hat. Was wäre passiert, wenn sie doch einen evangelischen geheiratet hätte? Wenn ich es gut gehabt hätte, hätte ich den Vater nicht gebraucht. Und wenn ich es schlecht gehabt hätte, wäre ich nicht einmal zum Vater gegangen. Hätte ich nicht das Gewissen gehabt, weil mir mein Vater, wenn mir es der Vater wüsste, gemacht hat. Verstehen Sie? Haben Sie früher auch gern getanzt, als Sie jung waren? Wenn ich wollte gern tanzen, ich hätte können tanzen, aber wenn ich ein paar Mal im Ring um bin, ist mir trümmelig geworden. Ich bin auch früher, wenn ich auf den Zug bin und bin ich mal wieder auf Billigen, zwei, drei Tage. Und wissen Sie, wie Sie es früher dann auch gemacht haben? Ich kann es ja schon sagen. Wenn Sie gewusst haben, also zwei, drei Tage, ist eins mit mir bis auf Basel, nicht? Weil ich träumlich gewesen bin, verkehrt gefahren bin. Dann bin ich auch mal auf Bellen gekommen. Dann ist das Haus da oben. Die Häuser sind auf der anderen Seite gewesen. Dann habe ich gedacht, hey, das kann doch nicht stimmen. Der Mann hat doch an mich da Holz gespalten. Dann bin ich vorne bei der Waldgasse runter. Und so völlig war ein Mann und seine Mutter im Hof hinter. Die haben aber so einen grossen Bernardinerhunger. Dann ruft sie, Anne, wo willst du hin? Dann sage ich, so kommt unser Haus. Hat nicht mehr gewusst. Ich habe mein Haus. Ist mir noch träumlich. Ist dort hin gestanden. Und so sage ich auch, wenn ich tanzen will, gell, ist mir träumlich. Trümmelig geworden. Aber auf Festli sind Sie trotzdem gegangen, ins Bellige? Es hat ja keine gehabt. Was für Festli? Ins Bellige nicht gegangen, Musikfestli. Es war noch keine Musik. Nein, ja, Festli. Wie Sie jetzt Kleider haben. Ich habe in den ganzen Jahren, wo wir geheiratet waren, habe ich ein Jackenkleid gekriegt und zwei Mäntel. No. Dann habe ich gedacht, so, wir haben in Lörrach, meine Schwester eine gekannt, eine Eire, und die hat Kleider umgeschafft. Und ich habe meinen Mantel genommen. Und Bertha hat mir meine Schwester auf Lörrach geschickt, zu deren Eire. Und die hat mir den schönsten Mantel gemacht. Wissen Sie, was der Begriff heißt, die Wacht am Rhein? Die Wacht am Rhein, das ist so,
Also, dass der da eine nicht haben sollen da durchkommen. Und wir haben nicht sollen da durch, nicht? Dass es Getränk ist, nicht? Ja. Und jetzt sind sie Freundschaft. Jetzt kommen sie von da rüber. Und jetzt haben sie Freundschaft. Es gefällt mir eigentlich. Es sind ja viele. Der Freilich Max da eine hat viele Verwandte im Elsass, die geheiratet sind. Er hat auch schon viele so Andenken und Geschenke gekriegt, die es gut gehabt haben. Uhren oder so Sachen, nicht, wo sie noch gestorben sind, wo sie niemals mehr hatten. Und haben es dann Freilich Max geschenkt. Ich habe es nicht schön gehabt, ich kann Ihnen das schon sagen. Und ich hatte 3 Offiziere gehabt. Und zur Nacht haben die, da haben sie sollen Dienst machen, da draussen, zur Nacht sind sie dahinter gewesen. Da haben sie in meine grosse Wohnstube, die wir haben, eine ganz grosse da oben, wo ich meine Bäder drin habe. Und da haben wir ja noch Bäder noch gehabt, von den Älteren noch, es waren auch noch 2 Bäder da gewesen. Da haben sie das beschlagnahmt. Und dann, sind als Damen gekommen, sogar von Vornstein, das weiß ich noch, und sonst noch Damen zur Nacht. Und dann haben sie festgelegt und haben die haben gelebt. Und wir sind sehr notdürftig dadurchgekommen. Amelette haben sie so gern gegessen. Sie haben als Wunsch nach Amelette nicht. Und ich habe einen Sohn, wir sind einmal gesessen, im Busch das kochen. Ich konnte nämlich gut kochen. Nein! 2 Kriege. Ja, wenn ich an das denke. Ich meine so, wenn der Mensch in Not ist und in Gefahr und ist ein Mensch gut zu einem und ist behilflich, dass man wieder einen wertvollen Ross kriegt und er ist behilflich gewesen, ist doch das schön, Nächstenliebe. Oder ist das nicht recht? Und die sind dann auch damit verhasst worden. Sind Juden gewesen, sind aber auch Menschen gewesen. Wie wir sind gute Menschen. Warum? Alles kann man nicht verdammen sein. Ich will jetzt sagen, sie fahren jetzt an einem Ort. Und sie verunglücken. Also sie sind nicht schuld und liegen da und kein Mensch kommt. Jetzt kommt der Mann, also von der Religion, es ist das, wenn es früher gewesen wäre, wäre es EU gewesen. Und der kommt zu ihnen, ist ihnen behilflich, sorgt, dass es überkommt und dass sie wieder alles wieder recht wird. Dann sind sie doch dem Mann dankbar, oder nicht? Soll man dem Mann nicht dankbar sein? Man sagt als sind auch gute Menschen darunter, dann müssen die Unschuldigen müssen mit den Schuldigen wieder leiden. Und da ist man am liebsten still. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Es ist einmal der alte Schillig da oben, der ganz alte, den haben sie ja nicht mehr gekannt. Dem Schillig da oben, der jetzt gebaut hat, da oben an der Bahn. Der Grossvater? Der Grossvater war da oben gewesen. Und wir hatten noch einen Pfarrer, einen alten. Und der hat predigt. Dann ist im Herbst, wie es halt ist, wenn die Leute gehirstet haben, konnte man auch nicht in die Kirche gehen. Dann hat man daheim gerodet. Oder man hat dort noch keinen Winzerverein oder so Ding gehabt. Er ist erst gegründet worden. Da waren nur ein paar Männchen drin. Das ist der Pfarrer und die Kanzler. Und der hat es halt deutsch gesagt. Oder ist ab der Kanzler auch. Den Fehler hat der Pfarrer gemacht. Und hätten ihn eine geputzt. Oder haben wir sie hier knallen, gell? Ne? Wenn er ab der Kanzel ist. Vorteil, dass die Eltern gesehen haben. Noch, als er da oben war, dann sagt er, ach, so wenig Leute in der Kirche. Der Teufel soll euch alle holen. Und der alte Schillig steht auf und brüllt, aber der Teufel holt mich nicht, ich gehe vorher heim. Und ist zu der Kirche aus. Ich kann mich erinnern können, als sie das erste Mal telefoniert haben. Wissen Sie das noch? Das habe ich erst da oben. Bis nun erst.
Wir haben daheim kein Telefon gehabt. Bis nun das habe ich auch schon abgenommen. Aber so drüllen, das kann ich nicht. Das müssen wir die Mädchen drüllen. Und ich habe es, oder wenn ich überbestellt hat, habe ich es an so genommen und habe es abgenommen. Und habe gesagt, Frau Nunninger ist nicht da. Nicht. Was wünschen Sie? Das und das, gutes Gemeindchen, das. Frau Nunninger hat auf die Weihnachten, ich glaube, bald 50 Grad. So Leute, die schon jahrelang kommen, schreiben dir jetzt noch. So, jetzt trinken wir aber einmal ein Stärkungsmittel miteinander. Was ist das? Das ist etwas Gutes. Jetzt überkommen, oder war schlecht. Auf die Weihnachten. Weißdorn-Elixier. Das ist sehr gut. Mhm. Stärkungsmittel. Mhm. Aber Sie müssen selber einschenken, ja, weil ich so schlecht sehe. So. So, ich trinke nur ein bisschen Weng, weil ich muss noch Auto fahren. Ja, der macht nicht. Nicht? Nein. Der ist nicht stark. Mhm. Zum Wohl. Der ist nicht stark. Da dürfen Sie drei trinken. Das ist also nur zum Stärken. Es ist nicht, dass es im Kopf drüber geht. Sie dürfen noch ein Regen einschenken. Ja, noch ein späterer Ring. Ja.